Wir sind Mira und Fabian und wir sind gerade mit unserem Van in Spanien. Wir sind noch recht nah am Meer, also irgendwie da, wo jeder ist. Und wir werden jetzt mal für ein paar Tage ins Hinterland fahren. Wir haben keine Ahnung, was uns erwarten wird, aber wir haben auch keine Erwartungen. Und deshalb sind wir super gespannt, was die nächsten Tage hier im spanischen Hinterland für uns zu bieten haben. Ich kann schon mal so viel sagen, die Bilder würden euch umhauen. Haben wir uns verfahren? Wow. Also ich könnte hier, glaube ich, nicht leben. Finde ich schon richtig krass. Hallo. Schön, euch zu sehen. Hi. Hi. Mensch. Ja, wir haben uns jetzt wieder mit dem Joachim getroffen. Und so viel Zeit, wie wir miteinander verbringen, ist es jetzt langsam an der Zeit, unseren YouTube-Kanal umzunennen in Mira, Fabian und Joachim, oder? Ja, stimmt. Du bist ja schon hier mit einer Hauptperson in den letzten zwei Videos. Ja, und in den letzten zwei Wochen haben wir auch viel und intensiv Zeit miteinander verbracht. Ja. Stimmt. Okay, also rename it. Okay. Ihr könnt ja mal abstimmen. Ja. Es ist dezent windig heute. Der ganze Van wackelt. Jetzt seit kurzem sind die Böen richtig stark, sodass, wie gesagt, der ganze Van schwankt. Ich bin ja mal gespannt, wie die Nacht wird. Die letzte Nacht haben wir schon nicht so gut geschlafen, weil direkt vor unserem Van um 3:30 ein Katzenkampf stattgefunden hat. So ein Katzen-Stand-off. Die standen sich einfach direkt vor unserem Van gegenüber. Haben sich angeknurrt und sich nicht bewegt. Das war ganz komisch. Wäre schön, eigentlich heute eine ruhigere Nacht zu haben. Mal schauen, was der Wind veranstaltet. Wir hatten Glück und eine ruhige Nacht. Der Wind hat nämlich einfach nachgelassen. Und dadurch konnten wir uns in der Früh auch schon mal zumindest von oben anschauen, wo wir eigentlich gelandet sind. Nämlich in der Nähe der Stadt Banyoles. Banyoles ist aber nur ein Zwischenstopp auf dem Weg ins Abenteuer im Hinterland, aber ein sehr, sehr wichtiger, denn wir haben noch was richtig Besonderes für den Abend geplant. Schätze, wir hätten das ganz gut. Habe ich dir doch schon erzählt? Ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott! Salz, Pfeffer, Paprika, Pulver, Curry. Oh. In dem Moment, wo wir nach Spanien gefahren sind, oder kurz davor eigentlich schon, so eine Woche davor, habe ich eine wahnsinnige Lust auf Tapas bekommen. Und mit dieser Idee hatte ich auch sehr schnell die Idee, den Joachim zum Tapasabend einzuladen, weil ich weiß, dass er auch ein leidenschaftlicher Gern- und Gutesser ist. Und das ist jetzt sehr lang mitgeschwungen, dieser Wunsch des Tapasabends. Und wer jetzt seht selbst, ich glaube, wir können zufrieden sein, dass es bei uns schmeckt. Das wissen wir ja eh schon, Gemira. Ja. Thinking. Du musst die Tapas-Schleuse. Wow. Okay. Da freust du dich? Da freue ich mich. Ich glaube, da kann sich mancher Spanier eine Scheibe abschneiden. Ja. So wie die Mia jetzt gerade eine Scheibe abschneidet. Ja. Das sieht klasse aus. Ja, sehr schön. Also wir haben jetzt richtig Gas gegeben in der Küche und ich würde sagen, es kann sich sehen lassen. Wir haben Chips, Tortilla-Chips. Wir haben Pimentos mit Knoblauch. Wir haben eine selbstgemachte Aioli, da bin ich sehr gespannt, wie die schmeckt. Und gebratene Zucchini. Dann haben wir eine selbstgemachte Guacamole. Ein nicht selbstgemachtes Ciabatta und ein selbstgemachtes Focaccia. Ja, ich weiß, dass das italienisch ist und wir spanische Tapas essen.
Und dann haben wir Bratkartoffeln, weil wir keine 1,5 Kilo Salz für Patatas Bravas verwenden wollten. 150 Gramm. Und dann haben wir noch einen Kartoffeltortilla, der auch nicht selbst gemacht ist, aber selbst angebraten. Und dann Joachim. Und Joachim. Aber den essen wir nicht. Der hat Wein mitgebracht, ist auch wichtig. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier auf Wein, das schmeckt fein. Gras auf Alk packt nur Halk. Bist du zum Sommelier aufgestiegen? Ich bin im Praktikum, sagen wir es mal so. Immerhin. Kann er was dein Wein? Ja, das ist ein schöner Landwein aus dem Languedoc. Das ist ein Sauvignon Blanc. Dieses Sauvignon Blanc, der erinnert so ein bisschen an Stachelbeere, wenn man trinkt. Wenn ihr an Stachelbeere denkt, vielleicht ein bisschen unreife Stachelbeere, dann habt ihr den typischen Charakter des Sauvignon Blanc. Okay, unreife Stachelbeere mache ich am liebsten. So, Fabian, du bist jetzt dann der dafür zuständig ist, dass wir was zu essen bekommen. Ja, ich dachte, ich bin nur der zuständig ist für den doofen Sitz. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Gerne. Prost. Und danke fürs Kochen. Prost. Gerne. Prost. Ist gut, ja. Ja, ist so ein ehrlicher Wein ist das. Ja. Nichts Gekünsteltes, nichts Überzogenes. Hey, ich will das nicht! Du bist doch betrunken. Hey! Ich bin nicht betrunken. Doch, klar. Guten Morgen. Wir hatten gestern so einen schönen Tapasabend. Zum einen hat es mega gut geschmeckt und wir haben tatsächlich bis, ich glaube, fast 12 zusammengesessen und geratscht und es war ein richtig schöner Abend. So einen Tapasabend macht man natürlich im Van nicht jeden Tag. Also es war schon eine Leistung. Wir haben ein richtig gutes Teamwork auch betrieben, weil auf so kleinen Raum ist es natürlich schon, und auch mit nur, wir haben nur eine Herdplatte benutzt, mit nur einer Herdplatte ist es natürlich auch, ja, nicht ganz so leicht, aber wir haben es richtig gut hinbekommen. Und jetzt sind wir heute früh gleich mit dem Joachim zusammen losgezogen und haben heute ein richtiges Touri-Programm. Fabian und Joachim haben da so ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was heute passiert, aber seid ich freue mich. Es wird richtig cool. Und ich kann schon mal so viel sagen, die Bilder würden euch umhauen. Oh.
bei dir? Zwei richtig schöne Schalen. Die darfst du jetzt tragen. Ah ja, super. Oh, Joachim. Das ist schon echt zugespannt. Ja, ich gedacht, ich nutze die Zeit. Während du einkaufst, habe ich auch einen. Ja. Der Joachim hat gesichtet, dass da genau unsere drei Plätze noch frei sind. Genau, und einer davon in der Sonne. Der darf die Mira sitzen, hat es ein bisschen wärmer. Schön. Ungesüßten. Ungefälschten, ungesüßten. Dann probiere ich das auch mal. Ja. Ich glaube. Ja. Oh, wir verstehen uns. Mhm. Wow. Aber zu so einer heißen Schokosauce würde ich jetzt auch nicht leiden. Das kann man noch holen. Ja? Ja. Kann ich mir das holen? Ja, das würde ich holen. Wir haben so ein Churro-Fondue. Käse-Fondue. Genau. Meins ist durch. Das musst du ein bisschen länger drin lassen, das ist wild. Nee, wild muss man nicht so lang drin lassen. Meins ist Lachs, das muss man, kann man auch roh essen. Mhm. Ja, meiner war Schwein, drum ist nicht so lang drin. Und jetzt sollte durch sein. Ich will eigentlich nicht, dass wir darüber reden, dass unsere Churros Fleisch sind. Wir sind in dem Städtchen. Besalu. 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 Habe ich doch gesagt? Ja, jeder hat es einmal gesagt, da wollte ich es auch mal sagen. Und das ist ein altes, mittelalterliches Städtchen, was noch super gut erhalten ist und auch denkmalgeschützt, die ganze Stadt, gell? Super schön. Wir sind bis jetzt erst über die Brücke und durch das Tor gelaufen. Weiter sind wir noch nicht gekommen, weil ich dann von Porzellan abgelenkt wurde und der Joachim von Churros. Aber erster Eindruck. Sehr schön. Sehr schön und ich freue mich hier jetzt durchzuschlendern. Und das Motto ist natürlich auch hier wieder ein Hoch auf die Nebensaison. Aber hallo. Und das Krasse ist, als wir in die Stadt reingefahren sind, war da so ein Parkplatz und da standen bestimmt 50 Wohnmobile drauf und wir waren so, hä? Das ist ein Was ist jetzt? Ist das ein Campingplatz? Aber es war einfach nur ein Parkplatz. Und dann haben wir uns mal vorstellen können, wie das dann hier in der Hauptsaison ausschaut. Da wird ja hier die Post abgehen, richtig krass. Weiter geht's zum nächsten Stopp des Tages. Ich will immer Stopp sagen und dann habe ich immer so ein Stopp. Dann habe ich so eine Gesichtskirmes, weil mein Mund nicht so recht weiß, was er sagen soll. Der Joachim fährt dann Schmarrnzer. Hä? Oh. Ja, machen wir doch mal einen Umweg von 20 Minuten. Sollen wir mal anrufen und nehmen das mal. Ja. Joachim anrufen. Haben wir uns verfahren? Ja. Okay. Und Rückzug. Ah, jetzt sind es nur noch 13 Minuten statt 29. Angenehm. Angenehm. Super angenehm. Wir haben wohl beide ein bisschen Sprachprobleme heute. Das ist der Alkohol von gestern. So, wir machen jetzt eine kleine Siesta. Und beziehungsweise eigentlich machen wir keine Siesta. Wir machen eine kleine Pause, in der der Fabian und ich gleich noch ein Meeting machen. Denn Joachim macht eine Siesta. Aber bei uns gibt es vorher noch ein kleines Mittagessen. Und zwar Resteessen von den Tapas gestern. Ich glaube, das wird sehr lecker. Und auch wenn der Fabian jetzt noch nicht da ist, fange ich einfach an, weil er ist einfach nicht gekommen, als ich gesagt habe, dass es Essen gibt. Es geht los. Ich mag das, wenn vor Tag Essen übrig ist. Ich mag das auch. Früher mochte ich voll gern irgendwie, wenn Schnitzel übrig war, kaltes Schnitzel. Mira 26 ernährt sich jetzt gesund. Wow. Alter, das ist sehr wohl mal. Was ist denn da? Honig? Nein, das ist so eine Vanillecreme. So ein Pudding einfach. Boah, mh. Uja. Das ist nochmal so ein Laden, mhm. Gell? Ich wusste, dass ihr euch auch einen hättet kaufen sollen. Das
Fabian und Joachim so, nee, wir wollen gar keinen Muffin, wir probieren dann vielleicht mal hier. Und ich so, könnt ihr euch lieber einen kaufen, den ihr euch teilt? Fabian so, nö. Joachim mästet uns und dann müssen wir irgendwann einen Finger durchs Gitter stecken und dann verspeist er uns. Nein, macht er natürlich nicht. Der Joachim hat uns gerade von seinem Spaziergang was mitgebracht. Schäumle heißt es in Schwaben und in Meringe. Und hier Meringe. Ich habe es noch nie gegessen. Ich glaube, das ist wie so... Eischnee ist das. Eischnee. Das ist bestimmt vegan. Schoko-Eischnee. Mhm. Das ist halt nur Zucker, gell? Mhm. Krasse Nummer. Was Landestypisches. Mhm. Ja, das ist super spannend. Ja. Ziemlich lustig, ne? Wir haben uns jetzt richtig den Bauch vollgeschlagen mit dieser Schokomeringe. Und jetzt ist es für mich an der Zeit, dass ich mich an meine tägliche Lernlektion setze. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich jeden Tag 10 bis 30 Minuten Spanisch lerne. Ich wollte schon super lang Spanisch lernen, eigentlich schon in der Schule, aber da hatte ich leider nicht die Möglichkeit. Und ich wusste halt, dass wenn wir mal länger nach Spanien fahren, dass ich super gern die Sprache sprechen würde, weil ich es total toll finde, wenn ich mich mit den Menschen wirklich richtig gut verständigen kann. Und das geht nun mal am besten in ihrer Muttersprache. Und da ist nochmal eine ganz andere Art des Reisens und der Verbindungen möglich. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit Rosetta Stone zusammenarbeiten, was eine richtig tolle Sprachlern-App ist, wo man nämlich einfach intuitiv lernt und nicht so klassisch Vokabeln reinbüffeln, sondern es wird quasi der Teil im Gehirn angeregt, der auch aktiv ist, wenn man als Kleinkind eine Sprache lernt. Es funktioniert sehr intuitiv über Bilder, über Hören. Man lernt auch die Aussprache direkt in der App, was einfach dazu führt, dass man super schnell in den Flow kommt und wenn man fleißig ist, auch richtig schnell auf Muttersprachniveau kommt. Las mujeres corren. Tres. Tres. Cuatro. 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 Und mir macht es richtig, richtig viel Spaß. Ich finde es super toll und genieße es immer total auch irgendwie, ja, so dieses Gefühl von was Neues lernen. Und wir haben für euch einen richtig tollen Deal. Ihr könnt euch nämlich hier über unseren Link bis zu 50% auf das Lifetime-Abo bei Rosetta Stone sparen. Und ihr habt dann Zugang zu 25 verschiedenen Sprachen und könnt einfach ganz in eurem Tempo lernen und selber entscheiden, wie schnell ihr voranschreitet und auch wie viele Sprachen ihr lernt. Ihr könnt natürlich jede der 25 Sprachen lernen, wenn ihr richtig krass seid. Ich finde es super wertvoll. Ich merke auch schon echt Fortschritte, obwohl ich noch nicht so lange lerne. Aber ich merke einfach, okay, da passiert wirklich was in meinem Gehirn. Das bleibt auf jeden Fall hängen. Und ich bin super gespannt darauf, was ich in den nächsten Wochen für Fortschritte machen werde. Ihr könnt uns ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr schon Fremdsprachen sprecht und welche es sind. Bei mir ist es bis jetzt nur Englisch und ich freue mich, wenn jetzt bald Spanisch auch noch auf der Liste steht bei mir. Unser Tag heute ist jetzt ein bisschen anders verlaufen, als wir das, glaube ich, geplant hatten. Oder die Männer zumindest. Ich habe ja nichts geplant. Aber war tatsächlich super wertvoll für uns. Wir haben jetzt, wir hatten uns vorgenommen, dass wir so gegen Mittag uns 1 bis 2 Stunden Zeit nehmen, um einfach ein Meeting abzuhalten, das wir schon lange mal machen wollten, um so ein bisschen unsere Zukunft businessmäßig zu besprechen. Und aus diesen geplanten 2 Stunden sind halt irgendwie 4 bis 5 geworden. Aber es war super wertvoll und schön und ich freue mich voll. High five, Mira! Juck. Wir gehen jetzt rüber zum Joachim, um Abend zu essen. Ich habe aus dem restlichen Hefeteig, den ich von gestern noch hatte, ich habe nämlich erst einen mit sehr dunklem Mehl gemacht für das Focaccia und dann gemerkt, der geht halt gar nicht auf. Dann habe ich nochmal einen neuen Teig gemacht und aus dem Übrigen habe ich jetzt so provisorische Naanbrote gemacht, die nicht ganz so fluffig sind, wie ich sie sonst gern habe, aber trotzdem cool. Und der Joachim hat ein Linsendal gekocht und jetzt werden wir gemeinsam zu Abend essen und dann morgen mit unserem Touri-Programm weitermachen. Also keine Sorge, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so rum. Der Joachim kriegt das fluffigste Naanbrot. Aber er hatte keinen Platz dafür. Okay, du kannst mir einfach in die Hand drücken.
warm. Mhm. Wer kriegt den griechischen? Das ist schon wörtlich gedacht. Ja, kennt es nicht. Ich hab euch noch. Schmeckt's? Meistens ja. Guten Morgen. Wir machen jetzt noch einen kurzen Stadt in die kleine Stadt. Wir machen jetzt noch einen kleinen Spaziergang in das Städtchen hier. Wir hatten eigentlich gestern gedacht, dass wir das skippen, aber dadurch, dass wir jetzt heute früh etwas früher fertig waren, haben wir gedacht, komm, wir laufen da noch kurz rein und schauen uns sozusagen das Spektakel, das dieses Städtchen ausmacht, noch aus der Nähe an. Wir passen gut zusammen. Ein Hoch auf die Ebene, sagt er, ne? Ja, hier ist es. Was glaubst du, wie es hier abgeht im Sommer? Wow. Schon sehr faszinierend, oder? So the days became weeks, it felt just like the night before. You were slowly fading in my mind. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Ich könnte hier, glaube ich, nicht leben, weil ich hatte die ganze Zeit so während dem Schlafen oder während dem Duschen Paranoia, dass mein Haus jetzt abstürzt. Finde ich schon richtig krass. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Wir legen jetzt noch einen weiteren Stopp auf unserer Route heute ein. Und zwar fahren wir noch zu dem Städtchen Santa Pau. Das ist ein mittelalterliches Städtchen, das in diesem Vulkangesteinpark ist, in dem wir hier sind. Und das soll wohl zu den schönsten Städtchen in dieser ganzen Gegend zählen. Und deshalb sind wir natürlich doppelt gespannt, wie das hier wird. Das war jetzt wieder eine verdammt schöne Zeit und wir haben das für uns mittlerweile schon ein bisschen reflektieren können. Wann ist denn für uns eine gewisse Entspannung drin und wann wird es denn schön? Und es ist tatsächlich so gewesen, dass in dem Moment, als wir die Erwartungen runtergeschraubt haben und einfach nur gesagt haben, hey, wir fahren jetzt hier ins El Hinterland
und suchen uns was raus, was wir anschauen wollen und lassen uns dann einfach überraschen. Meist, wenn wir sowas gemacht haben, haben wir die schönsten Momente einfach genossen, weil das Leben uns dann schon das gegeben hat, was wir gebraucht haben. Und wir schauen einfach, dass wir uns so eine offene Haltung bewahren und uns dann überraschen lassen. Ich glaube, für die Analytischen war das 20% Planung, wo wollen wir hin, und 80% erfahren. Und das war für uns die perfekte Mischung. Und mit diesen Erkenntnissen geht für uns die Tour durchs Hinterland weiter. Die werdet ihr aber im nächsten Video zu sehen bekommen. Am besten abonniert ihr unseren Kanal kostenlos, dann seid ihr immer live mit dabei und wir freuen uns schon, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, Peace!